Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, das am Anfang war einfach nur ein bisschen Spaß. Ich wollte mal so einen Mini-Test von meiner neuen Kamera machen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ja Leute, ich habe richtig gute Laune, denn es gibt zwei gute Nachrichten. Einmal, dass ich endlich wieder Internet habe. Nach anderthalb Wochen bin ich aus der Steinzeit geflüchtet und habe wieder Internet, dass ich mich überall mal blicken lassen kann. Deshalb kam auch am Montag kein Video. Ich konnte es einfach nicht hochladen. Ich habe halt gedacht, es funktioniert irgendwo, irgendwie. Aber da ich auch hier in so einem Scheiß-Bunker wohne, kann man fast sagen, habe ich auch kein UMTS, LTE oder sonst was mit einem Handy, wo ich hätte gesagt, okay, ich lade es damit hoch. Also richtig scheiße gewesen. Viele haben zwar gesagt, hey, Blackie, ist doch scheißegal, wenn du mal kein Internet hast oder sonst was. Deshalb geht die Welt nicht unter. Das stimmt, es geht ja auch nicht jetzt nur um Facebook, YouTube oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass ich halt alles über E-Mails regle. Also die ganzen Firmen, die ganzen Partner und so weiter und so fort, geht alles über die E-Mail. Und wenn man da einfach überhaupt nicht antworten kann, beziehungsweise halt die Nachricht nicht sieht und so weiter, ist halt echt richtig scheiße. Und man merkt eigentlich erstmal, wie abhängig man vom Internet ist. Also ich wüsste nicht, was ich ohne Internet machen soll. Also die anderthalb Woche jetzt, die war für mich richtig schlimm, weil ich einfach, wie gesagt, so viele Dinge noch hatte, die ich erledigen musste, die bloß per E-Mail gehen. Ich kam aber einfach nicht drauf, weil mit dem Handy konnte ich mich ja auch nicht einloggen. Normales Internet hatte ich nicht, dann gab es hier und da noch ein paar Probleme. Erzähle ich euch mal später, ist eine lange Geschichte, auf jeden Fall eine ganz lustige. Für mich ärgerlich, für euch bestimmt lustig. Kann ich auf jeden Fall mal noch ein extra Video dazu machen, aber das soll jetzt nicht hier hingehören. Ich bin einfach nur froh, dass ich aus der Steinzeit wieder entflüchtet bin, dass ich einfach wieder Internet habe. Und ja, falls mir irgendjemand irgendwas Wichtiges geschrieben hat und ich nicht geantwortet habe, dann tut es mir echt leid. Schreibt mir am besten einfach nochmal. Ja, die andere gute Nachricht ist, ich habe ja gar nicht so viel mitgekriegt in anderthalb Wochen. Ich hatte nur auf Arbeit ein bisschen Internet. Aber ich habe gelesen, dass es beim nächsten Patch so sein soll, dass der Killfeed wieder länger stehen bleibt, irgendwie plus 2 Sekunden oder sowas. Also ich habe es nur gelesen. Ich habe zwar einen Link bekommen, wo das angeblich bei Twitter gepostet worden ist. Ob das wirklich so kommt, weiß ich nicht. Wäre aber auf jeden Fall mega geil, weil dann kann man wieder AW spielen, zumindest als Sniper. Macht es dann einfach Spaß, weil man wieder eine minimale Chance hat, irgendwie einen Feed zu reißen. Und das treibt mich dann einfach wieder an, das Ganze wieder auszuprobieren. Momentan ist echt so, ich gammel irgendwie in AW rum, weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Spiel meistens mit irgendwelchen normalen Waffen, wo ich aber irgendwie einfach nicht in dem Spiel drin bin, weil wenn man Sniper ist, beziehungsweise auf den Feed geht, hat man irgendwie so einen anderen Spielrhythmus und das passt mit normaler Waffe überhaupt nicht zusammen. Aber ich finde, ich bin da auch um einiges besser geworden, werde es auf jeden Fall auch beibehalten. Das habe ich mir selber geschworen, dass ich ab und zu mal live einfach oder wenn ich dann streamen kann, immer mal eine normale Waffe irgendwie spiele, einfach um das nicht zu verlernen. Ja, ich habe es noch nie richtig gebracht oder gelernt, aber einfach um da auch ein bisschen reinzukommen, falls es doch mal irgendwann so kommen sollte, dass man nicht snipen kann. Ich freue mich erstmal auf jeden Fall, dass da ein Patch kommt. Ich werde auch, denke ich, auf jeden Fall mir die DLCs holen. Die gefallen mir eigentlich bis jetzt richtig gut. Ich hoffe, dass auf jeden Fall viele Leute die DLCs spielen werden. Ihr könnt mir auch mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch das DLC geholt habt, das erste. Sieht eigentlich ganz spannend aus und kann man bestimmt auf jeden Fall mal antesten. Ja, im Hintergrund bestimmt wieder ein schönes Sniper-Gameplay. Das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Und ansonsten freue ich mich einfach nur, dass ich wieder zurück bin. Freue mich natürlich bei den Leuten, die mich wirklich weiter unterstützt haben, die weiter meine Videos geschaut haben, geliked haben und so weiter, obwohl ich nicht irgendwie aktiv sein konnte. Und das soll es auch eigentlich schon wieder zu dem Video gewesen sein. Es ist jetzt nicht besonders lang, soll es auch eigentlich nicht. Ich wollte euch bloß sagen, dass ich noch lebe, dass ich wieder da bin, aus der Steinzeit ausgebrochen bin. Und ja, auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Und bis dahin, Leute, bleibt geschmeidig, lock auf lockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.